Hallo ihr Lieben, heute Teil 6, Märchenstunde bei Bear Beauty. Jenny allein zu Hause. Ich werde heute etwas länger lesen, weil ich würd ganz gern zwei Kapitel heute lesen. So lang sind die nicht, aber wenn ich in einem Kapitel dann in der Mitte aufhöre, ist auch blöd. Und ich wollte einfach ein bisschen mehr Text euch mal liefern, damit man schön in der Geschichte drin bleibt. Also, Jenny allein zu Hause. Dort angekommen, musste das sündhaft teure, fast Nacktkleid erst einmal versteckt werden. Tom durfte es auf gar keinen Fall sehen. All die Mühe und der Stress wären für die Katz gewesen. Er würde nur blöde Fragen stellen und die Überraschung wäre keine Überraschung mehr. Um ihre Unruhe abzuschütteln, zog Jenny ihre Gummistiefel an, nahm den Hund und lief hinaus an den See. Nach dem Spaziergang ließ sie Badewasser ein, zündete Wellness-Duftkerzen an und wollte so richtig schön entspannen. Sie streckte ein Bein in die Höhe und erschrak, oh Gott, Stoppelbeine wie ein Kaktus. Das ging ja gar nicht. Kurz entschlossen nahm sie den Venus, erwecke die Göttin in die Rasierer und weg waren sie, die ungeliebten Biester. Den Tag in einem Zustand extremster Anspannung hatte Jenny nun erfolgreich hinter sich gebracht. Am liebsten hätte sie sich jetzt eine leckere Pasta gekocht, aber essen durfte sie ja nichts wegen der gefürchteten Blähungen. Deshalb lag sie etwas gelangweilt, aber immerhin frisch gebadet und duftend auf dem Sofa herum. Sie kam nicht umhin, ständig auf ihr Handy zu schauen. Warum ruft er nicht an? Schwirrte das Misstrauen plötzlich in ihrem Kopf herum. Sie stand auf, ging in die Küche und kochte sich zur Beruhigung einen Kräutertee. Dieses Hinterherschnüffeln wollte sie nicht zulassen. Sie war doch auf moderne Weise emanzipiert. Zugegeben, sie wusste nicht, wie man diese Vielzahl von Sendern in den neuen Hightech-Fernseher programmierte, aber sie konnte geschickt mit der Bohrmaschine umgehen und mit dem Rasentraktor stand sie auch nicht auf Kriegsfuß. In Jennys Bekanntenkreis gab es Good Wives, die früher in Führungspositionen tätig waren und Männern sagten, wo es lang ging. Heute hingegen schrien sie nur noch ihren Gärtner an, weil der sie nicht verstand. Frauen, die mit ausgewogenen Kochkünsten ihre Männer eroberten, statt Charme und Köpfchen einzuschalten und sich selbst bei der Kleiderwahl auf das Urteil ihrer Männer verließen, das musste ja irgendwann nach hinten losgehen. Die Strategie, nur noch Ehefrau und Hausfrau zu sein, ist wirklich äußerst riskant. Was ist, wenn die Ehe zerbricht? Und schon stellte sich die Frage, wie definiere ich mich und mein Glück? Jenny hatte ihre beruflichen Ambitionen als Fotografin ja auch in den Wind geschossen, um hauptberuflich das Aushängeschild für Tom zu sein. Sie hatte zwar vor Jahren einen Selbstverteidigungskurs belegt und dennoch fühlte sie immer öfter den Verrat an ihren Idealen. Sie ließ sich reglementieren und die mühsam erkämpften Erfolge der Frauengeneration vor ihr blieben auf der Strecke. Wozu brauchte Frau eigentlich einen Mann? Ganz einfach, dachte Jenny überzeugt, ohne sie wäre es langweilig. Egal, wie sie manchmal drauf waren und einen auf den Wecker gingen. Und plötzlich verspürte sie den Drang, Tom doch anzurufen. Es war kurz vor Mitternacht. Sie tippte auf seine Nummer und legte sofort wieder auf. Irgendwie musste sie sich ablenken und konzentrierte sich auf die feinen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Keiner war besser oder schlechter. Aber anders. Und worin bestand nun diese Andersartigkeit? Jenny überlegte und sofort fiel ihr dieses blöde Beispielding mit der Banane ein. Der Klassiker kennt jeder, isst eine Frau im Beisein eines Mannes eine Banane, schaltet sein Unterbewusstsein automatisch auf das Kopfkinoprogramm um. Die Assoziation ist hergestellt, wenn sie doch statt der Banane meinen. Fazit. Es ist für eine Frau völlig unmöglich, unbedarft an einer Banane herumzukauen, es sei denn, sie tut es allein. Im Grunde genommen gab es tausende Beispiele, um allein schon die äußerliche Benehmen und Andersartigkeit zwischen Männern und Frauen festzustellen. Was jedoch von entscheidender Andersartigkeit ist, dachte Jenny, ist die Tatsache an sich, dass Männer lieber spielen. Frauen hingegen versuchen, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu pflegen. Das geht schon in der Kinderstube los. Während Mädchen von jeher das alte Vater-Mutter-Kind-Spiel bevorzugen, dominieren die Jungs lieber in ihren Rollenspielen. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Leben. Männer wollen die Helden sein und stellen deshalb immer noch die absolute Mehrheit im Geschäftsleben und der Politik dar. Es ist ja nicht so, dass Frauen in der westlichen Welt unterdrückt werden. Frauen aber sind allein vom Wesen her nur umgänglicher und legen größeren Wert auf die soziale Schiene. Sie müssen nicht immer auf Teufel komm raus das eigene Ego befriedigen und schon fallen sie in die Schublade des schwachen Weibchens hinein. Natürlich gab es auch Frauen, die kein Blatt vor den Mund nahmen und selbstständig durchs Leben gingen. Doch das hatte seinen Preis.
Sie waren meistens Singles, gewollt oder ungewollt. Sie musste dann nur an Hannah denken, es war wirklich schwierig, hier die Balance zu finden, stellte Jenny fest. Weshalb Beziehungen zwischen Männern und Frauen trotzdem funktionieren, konnten, hing größtenteils von der weiblichen Intuition und ihrer Gluckenhaftigkeit ab. Denn Frauen sind glücklicherweise nicht so einfach gestrickt, dass sie nur Jagd auf ihre Beute machen, stundenlang stumpfsinnig ins Feuer starren und sich fortpflanzen wollen. Frauen finden immer wieder neue Wege, um den Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Sei es nun der Schönheitswahn oder der tägliche Kampf zwischen den Geschlechtern als Kochlöffel schwingendes Covergirl. Frauen, dachte Jenny, sind fabelhaft, einfach wunderbare Geschöpfe. Alles, was heute gepredigt wurde, ordne dich nicht unter, sei du selbst, gib dich nicht auf, hatte Jenny erfolgreich ignoriert, um das Rad am Laufen zu halten. Vielleicht waren sie deshalb überhaupt noch zusammen. Tom und Jenny hatten trotz diverser Streitereien und Unstimmigkeiten immerhin viele Jahre Ehe auf dem Buckel und waren nicht auseinandergerannt, nur um Mr. oder Mrs. Wright zu finden. Die Sache ist doch die, überlegte Jenny weiter, dass in einer so offenen und teilweise respektlosen Gesellschaft, in der die Toleranz doch eher an Gleichgültigkeit grenzte, das wirkliche Interesse am anderen scheinbar verloren ging. So ein genug geliebt Ding, bevor es kompliziert wurde. Am Anfang ihrer Ehe redeten Tom und Jenny sich die Köpfe heiß, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Sie erkannte ziemlich schnell, dass es ihre Beziehung nicht weiterbrachte, wenn sie ständig an Toms Eitel und Befindlichkeiten herumkrittelte und sich darüber aufregte, dass er ihr nie richtig zuhörte. Sie hatte sich auch damit abgefunden, dass er bedingt durch seinen tollen Job viel zu wenig Zeit mit ihr verbrachte. Aber wann hatten sie eigentlich aufgehört, sich gegenseitig zu bewundern? Hätte Jenny schon vor Jahren den Koffer nehmen sollen, statt alles auszusitzen? Da musste sie wirklich nochmal in sich gehen. Aber jetzt sollten erst einmal all die nutzlosen Gedanken aus ihrem Kopf verschwinden. Jenny schaute auf die Uhr, weit nach Mitternacht. Kein Tom. Jenny wusste, dass sie jetzt sowieso nicht schlafen konnte. Und bevor sie sich im Bett von einer Seite auf die andere Seite wälzen würde, betrachtete sie im Atelier ihre bemalten Leinwände. Hannas Worte trommelten in ihrem Kopf herum. Sie spielte die kleine Detektivin. Wo ist er? Was macht er? Hat er vielleicht auch so einen jungen Brunnen wie diese Yvette? Jenny trank nur einen Schluck Tee und schlenderte barfuß im langen Nachthemd über die Wiese im Garten. Etwas später ging sie doch zu Bett. Sie brauchte ihren Schönheitsschlaf. Schließlich wollte sie am nächsten Tag erholt aussehen. Tom legte sich irgendwann leise neben sie. Sie sah seinen zugedeckten Körper und überlegte, ob sie ihn fragen sollte. Warum er erst jetzt nach Hause kam, ließ es aber bleiben. Stattdessen befand sie sich im Land der unbegrenzten Gedanken. Das passierte nur in der Nacht. Denn nachts konnte man plötzlich Dinge fühlen, die tagsüber im Verborgenen blieben. Sie hörte ihren eigenen Herzschlag in der anrührenden Dunkelheit, die leider keinen Trost spendete. Also ließ sich Jenny, ohne dass sie es wollte, zu Vermutungen hinreisen, die ihr tagsüber vielleicht nicht in den Sinn gekommen wären. Und inmitten ihrer ausufernden Fantasien fiel Jenny in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen verabschiedete sich Jenny etwas kühler als sonst von ihrem Mann. Aus den Augenwinkeln heraus sah sie, dass er seinen Abendanzug über der Armbeuge trug. Keine Erklärung ging über seine Lippen, weder darüber, warum er so spät nach Hause gekommen war, noch über seine Entscheidung, sie heute Abend nicht auf die Party mitzunehmen. Jenny fühlte sich für kurze Zeit erbärmlich, gerade so, als ob sie ohne ihn amputiert sei. In Gummistiefeln latschte sie mit ihrem Hund um den See und empfand trotz seiner Abfuhr eine irrsinnige Freude auf den heutigen Abend. Diese alberne Vorfreude ist wirklich das Schönste am Ausgehen, erinnerte sich Jenny und ließ dabei Steine übers Wasser springen. Sie telefonierte kurz mit Hannah, erzählte aber nichts von Tom. Hannah sagte, dass sie Jenny gegen 18 Uhr abholen würde. Jenny hatte also Zeit. Zu viel Zeit, die sie irgendwie über die Runden bringen musste. Sie ging ins Atelier und setzte sich in den großen alten Lieblingsledersessel. Ihr Blick schweifte über die vielen Farbtöpfe, Lappen und Pinsel hinweg. Kurz entschlossen stellte sie eine Leinwand auf die Staffelei und begann großzügig Farbe darauf zu verteilen. Sie hatte keinen Plan, was das werden sollte. Das Spiel mit der Farbe gab ihr die Entscheidung auf ein Wutbild frei. So etwas machte sie öfters. Einfach so, nur um sich abzureagieren. Und erstaunlicherweise kamen dabei tolle Bilder zustande. Heute eine Frau mit üppigen weiblichen Rundungen, die von mehreren Geckos schützend umkreist wurde. Dazwischen setzte sie gierig blickende Augen, große Münder und Hände, die sie von allen Seiten bedrohten. Jennys Bilder erzählten immer eine Geschichte.
Sie mochte Geckos, die in südlichen Gefilden als Glücksbringer im Haus gehalten wurden. Auf ihrem Bild dienten sie als Schutzboten. Sie überlegte und kaute gedankenverloren auf ihrer Unterlippe herum. Irgendetwas fehlte. Kurz entschlossen malte sie in die madonnenhafte Erscheinung einen mächtigen Phallus und dachte, die Madonna muss symbolisch vor der Gier beschützt werden. Das war's. Ein Zusammentreffen verschiedener, für sich allein charakteristischer Zeichen, die im Endeffekt für sie das Madonna-Syndrom ergaben. Etwas geschaffen zu haben, erhöhte ihr Glücksgefühl und gut gelaunt begab sie sich ins Schlafzimmer. Ihr Blick blieb an der Frisierkommode haften, die im Grunde genommen nichts mit Frisieren zu tun hatte. Wer kämmte sich schon im Schlafzimmer die Haare? Die Kommode diente eher als dekorative Ablage und Jenny betrachtete gedankenverloren die Ansammlung von kunterbunten Flakons edler Düfte, dieses Wirrwarr an Schmuck, die Töpfchen voller Cremes und empfand dabei einen Hauch des Geheimnisvollen. Dieser Hauch, den nur Frauen verstehen und der erklärte, warum wir uns all dem aussetzen und uns verrückt machten, nur um möglichst lange begehrenswert und schön zu sein. Um 16 Uhr trank Jenny ein Gläschen Champagner und legte wieder ihre geliebte Madonna auf. Die Kleiderfrage war geklärt. Das hektische An- und Ausprobieren diverser Kleidungsstücke entfiel. Dank einer gestern Abend noch schnell aufgelegten Bräunungscreme sah sie nicht wie ein schockgefrosteter Germknödel aus. Die Fingernägel waren dezent lackiert, sie musste nur noch duschen, Haare waschen, Kur packen, unter der Dusche einwirken lassen und die Fersen mit einem Bimsstein bearbeiten. Jenny vertrat die Ansicht, dass Füße einfach immer perfekt aussehen mussten. Nichts war abartiger als eine Frau in super tollen Klamotten und eine Hornhaut an den Fersen, als sei sie barfuß durch die Masai Mara gerannt. Nach dem Föhnen benutzte Jenny für ihre über die Schulter fallenden Haare einen Lockenstab, der Mittelscheitel die dezente Lockenpracht und die hellen Lichtreflexe in den Haarlängen verliehen ihrem Gesicht etwas Mädchenhaftes, obwohl sie schon ein großes Mädchen war. Vorm Spiegel im Schlafzimmer zog sie den kleinen Seitenstring an, auf den Wonderbra, die genialste Erfindung für Frauen mit weniger Holz vor der Hütte überhaupt, wollte sie ja heute verzichten. In ihrem fast nackt Vorschaukleid und den silbernen High Heels lief sie ins Bad zurück. Sorgfältig schminkte sie ihre Augen mit champagnerfarbenen Lidschatten, Lidstrich und Mascara. Nach dem Abpudern legte sie dezent etwas Rouge auf und schminkte ihre Lippen mit diesem Paloma Picasso Rot. Das ging ja gar nicht. Kurz entschlossen wischte sie mit einem Kleenex den Lippenstift wieder ab und trug eine natürliche Farbe auf. Rosenholz stand ihr eindeutig besser. Dieser Farbton unterstrich lediglich die natürliche Lippenfarbe und sah an Jenny einfach klasse aus. Der Champagner machte sie leicht und mutig. Sie hatte noch Zeit, probierte verschiedene Ohrringe aus und entschied sich für einfache Diamantstecker. Etwas Glitzerpuder auf die Arme verteilt und noch einen Schluck Champagner. Und Jenny fühlte sich einfach herrlich. Den Moment festhalten, dachte sie, dieser Zustand aufgeregter Anspannung sollte nie aufhören. In 20 Jahren würde alles ganz anders aussehen, dann wäre ihr Gesicht runzlig und die guten alten Stützstrümpfe müssten für die Krampfadern herhalten. Außerdem wirbelte in ihrem Kopf der Gedanke einer Lidstraffung umher und vielleicht würde sie auch noch ein bisschen mehr an sich herumdoktern lassen. Es klingelte. Wow, sagte Hannah, als sie Jenny gegenüberstand. Das hast du gut hingekriegt. Jenny strahlte. Selber wow. Ach, Hannah, ich bin dir so dankbar, dass du mich mitnimmst. Ohne dich würde ich hier heute Abend sitzen und versauern. Na, hör mal, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder zusammen auf der Piste sind. Stimmt, haben wir lange nicht gemacht. Übrigens, Jenny machte eine kleine Pause. Hannah, du siehst einfach fabelhaft aus, gerade so wie aus der Vogue entsprungen. Hannah legte ihre Hände an die Taille und strich darüber. Ich dachte mir, wenn du kein rotes Kleid trägst, tue ich es. Dieser Fummel ist umwerfend und dein Dekolleté, na, du weißt schon, atemberaubend. Hannah lächelte verschmitzt. Ich weiß, gewagt, gewagt. Nein, du machst das genau richtig. So, genug jetzt der Komplimente. Lass uns losfahren, ja? Jenny schlüpfte schnell in ihren Pelzmantel, nahm ihr Abendtäschchen und warf die Tür hinter sich zu. Im Auto fragte Hannah, Tom hat immer noch keine Ahnung, dass du kommst. Jenny schüttelte selbstbewusst den Kopf nahe. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffentlich geht das Ganze nicht nach hinten los. Was soll schon schief gehen? Wir gehen zur Party des Jahres, dort treffe ich rein zufällig auf meinen Mann, sagte Jenny euphorisch und drückte dabei Hannas Hand. Du wirst schon sehen, Tom wird aus allen Wolken fallen. Das denke ich auch. Jenny überlegte kurz, ob der Schuss vielleicht doch nach hinten losgehen könnte, sagte dann aber mehr, um sich selbst zu motivieren. Im Übrigen fühle ich mich heute Abend wie ein Model. Das kannst du auch. Naja, ist vielleicht ein bisschen selbstverliebt und übertrieben, entgegnete Jenny nun doch etwas kritisch. Einigen wir uns auf ein in die Jahre gekommenes Model. Sie schauten sich beide an und kicherten drauf los. Lass es rocken. Die beiden Freundinnen packten das Auto
In der Tiefgarage am Marlene-Dietrich-Platz. Arm in Arm schwebten sie über den roten Teppich durchs Blitzlichtgewitter, vorbei an vielen Fans in den Berlinale Palast hinein. Drinnen angekommen, wusste Jenny zunächst nicht, wo sie als erstes hinschauen sollte. Viele bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen in tollen Roben und feinen Anzügen standen prosecco-nippend an kleinen Tischchen herum. Wie gut, dass Jenny sich heute auch so modelmäßig fühlte, ansonsten hätte sie ja echt die Krise gekriegt. Auf ihrem Platz sitzend fieberte sie aufgeregt dem Moment entgegen, in dem sie endlich ihren Tom sichten würde. Dann war es soweit. Tom betrat die Bühne, hielt die Eröffnungsrede, begrüßte seine Gäste aufs Charmanteste und Jenny war mächtig stolz auf ihn. Ihr Herz klopfte wie wild und sie dachte, er ist wahrhaftig ein souveräner, wirklich gut aussehender Mann. Er besaß diese jungenhafte Ausstrahlung, die manche Männer nie verlieren, so ein George Clooney-Typ eben. Und Jenny wusste, dass bestimmt auch andere Frauen diese Ansicht teilten. Es wurde höchste Zeit, dass sie sich hier mal blicken ließ, um klarzustellen, dass sie seine Frau war. Nachdem die Festivaljury vorgestellt war, jeder seine eigene Arbeit würdigte und mit Nachdruck betonte, wie geehrt sie oder er sich fühlte, im Komitee zu sitzen, musste Jenny plötzlich aufs Klo. Immer dasselbe. Warum musste sie ausgerechnet jetzt pinkeln? Kurz entschlossen zwängte sie sich durch die Reihen hindurch, allerdings nicht ohne genervte Blicke zu ernten. Weiter in Richtung Ausgang stöckelnd versuchte sie krampfhaft geradeaus zu schauen. Plötzlich knickte sie um und stolperte mit ihren hohen Absätzen. Ehe sie sich versah, legte sie die peinlichste Nummer hin, die einer Frau passieren konnte. Innerhalb von Sekundenbruchteilen lag Jenny auf dem Boden und wäre am liebsten darin versunken. Sie dachte kurz, oh nein, auch das noch, rappelte sich hoch und gerade als sie im Begriff war, wieder aufzustehen, bot sich ihr eine Hand und zog sie nach oben. Die Welt stand still. Sie schaute in die Augen eines Mannes, den Jenny glaubte, schon irgendwo gesehen zu haben. Hitzewellen durchströmten ihren Körper, Schamesröte stieg ihr ins Gesicht, als Jenny ihn erkannte. Sie stand einem Weltstar gegenüber und er lächelte sie an. Genauso ein Lächeln, wie es die Kinobesucher von der Leinwand her kannten. Tausende Bilder schossen ihr durch den Kopf. Dieser Mann war ein Held auf seinem Pferd, wenn er Mittelerde vor dem Bösen rettete. Immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und alle kamen ins Schwärmen, wenn es um ihn ging. Die Frauen lagen ihm zu Füßen und Jenny hatte in diesem Moment ihre Zunft alle Ehre mit ihrem dummen Ausrutscher gemacht. Wie peinlich. Um sie herum getuschel, was denn los sei. Er fragte, alles in Ordnung? Jenny, einer Ohnmacht nahe, nickte leicht. Er hatte sie in deutscher Sprache angesprochen. Dann plötzlicher Applaus als willkommene Ablenkung. Sie spürte seine Hand kurz auf ihrem nackten Rücken. Eine warme Hand, die nicht zu tief, also anmaßend, auf ihr ruhte, sondern genau so, dass man sich noch gut dabei fühlte. Sie schauten sich noch einmal in die Augen, Jenny raffte ihr fast nackt Vorschaukleid nach oben und stakste mit großen Schritten dem Ausgang entgegen. Auf der Suche nach einer Toilette eilte sie an den vielen Kellnern vorbei, die das Buffet für die im Anschluss steigende Party aufbauten. Endlich an der Dame-Toilette angekommen, stieß sie mit dem Fuß die Tür auf, stürzte sofort an dieses Heißluftgebläse Ding, um ihre Achseln zu trocknen. Der Panikschweiß rann mittlerweile in Strömen aus ihr und sie wollte nun wirklich nicht mit Schwitzrändern auf dem schönen neuen Abendkleid die Party besuchen. Zum Glück gab es keine Zuschauer, denn diese Aktion musste wirklich zu komisch ausgesehen haben, so wie sie da unter dem Ding hing und darauf aufpassen musste, ihre Frisur nicht komplett zu ruinieren. Pustekuchen, als Jenny sich im Spiegel betrachtete, standen ihre lässigen Lockenwellen in alle Himmelsrichtungen ab. Mit feuchten Händen versuchte sie, die Haare wieder einigermaßen in Form zu bringen und musste feststellen, ihr Abendtäschchen auf dem Sitz liegen gelassen zu haben. Mann, oh Mann, wo war sie nur mit ihren Gedanken? Halb im Stehen mit aufgerafftem Kleid erledigte sie ihr eigentliches Bedürfnis und rauschte wieder nach draußen. Die Veranstaltung musste wohl gerade ihr Ende gefunden haben. Das Buffet war eröffnet. Jenny nahm rasch einen Teller und schaufelte mit ausgeprägtem Appetit kleine Buletten, Kartoffelsalat und Mini-Hähnchenspieße mit Erdnusssoße auf. Immerhin hatte sie wegen der gefürchteten Blähungen und des straffen Wunschbrauches seit gestern fast nichts gegessen. Außerdem empfand sie Stress, nervösen Stress. Der nicht nur mit Tom zu tun hatte, dieser Schauspieler, der tief in ihre Augen geschaut hatte, ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Und viel Essen tat Jenny immer dann, wenn Stress sie zu überwältigen drohte. Andere kriegten angeblich in brenzlichen Situationen keinen Bissen herunter. Jenny hingegen schlang in solchen Momenten ihres Lebens alles Mögliche in sich hinein. Die Reihenfolge spielte dabei allerdings keine unbedeutende Rolle. Als Finale musste immer etwas Süßes her. Mit ihrem übervollen Teller, gerade so, als ob eine Hungersnot im Anmarsch sei, balancierte Jenny durch die immer schneller auf sie zukommende, topgestylte Menschenmasse hindurch. Hannah konnte sie nicht sehen, aber dafür ihren Tom.
Gerade als sie ihm freudig erregt zurufen und winken wollte, blieb ihr die Freude förmlich im Halse stecken. Sämtliche Kräfte verließen sie und der Teller fiel mit einem Platsch auf den Boden. Eine Dame schrie auf, oh mein Gott, Jenny murmelte ein Sorry und sah kurz auf das versaute Abendkleid einer Besucherin. Dann bleiernde Stille. Und Jenny starrte wie gelähmt auf Tom und seine Begleitung. Nun war ihr alles vergangen, alle Mühe und die Aufregung umsonst. Und dann seine dämliche Begrüßung. Hey, was machst du denn hier? Na, das ist ja eine Überraschung. Hey, sagte Jenny knapp und machte einen Schritt aus der Erdnusssoße heraus. Räusperte sich Tom. Also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das war ja ihr Plan. Sie spürte jedoch, dass da etwas nicht stimmte. Hatte sie ihn erwischt oder was spielte sich hier gerade ab? Sie sagte schnell, ich bin mit Hannah hier. Er nickte. Jenny betrachtete seine Begleitung etwas genauer. Natürlich war sie etliche Jahre jünger, strahlend schön mit langen Beinen und einem atemberaubenden, fast aus dem Kleid herausfallenden Busen. Ihre Hand lag auf dem Po ihres Mannes. Und was sich jetzt, in dem Moment, in Jennys Kopf abspielte, geschah in einem Bruchteil von Sekunden. Sie kannte diese Frau. Das war die Frau aus diesem Zähneladen. Diese, wie hieß sie doch gleich? Ach ja, diese Yvette, die sich auf der Toilette die Seele aus dem Leib gekotzt hatte. Das war die, die von dem alten Typen gesprochen hatten, dessen Jungbrunnen sie sei. Der alte Typ, wie sie ihn damals betitelte, also im Übrigen empfand es Jenny als eine Unverschämtheit, wie diese Tussi von ihrem Mann sprach. Also dieser alte Typ war ihr Tom, der es sich so richtig schön von ihr besorgen ließ. Und die alte, frustrierte, nichts an der Ehefrau, wie die Dame sich ausdrückte, war sie selbst. Na super, es ging hier um sie beide. Jennys Puls raste, sie musste sich zusammenreißen, gerade weil sie wusste, was Tom mit dieser Yvette verband. Wie war das doch? Schmutziger, geiler Sex, meinte sie. Das war es also, worauf ihr Mann stand. Eine schrille Stimme, die Jenny fast das Blut in den Adern gefrieren ließ, holte sie zurück. Liebling, willst du mich nicht vorstellen? Jenny schluckte, hatte diese Tussi ihren Mann gerade Liebling genannt. Das wurde ja immer verrückter. Und diese Stimme, dass Tom da überhaupt einen hochkriegte. Tom wurde ganz blass um die Nase und reagierte nicht. Er sah Jenny verblüfft, wirklich so verblüfft an, als stände er einem Geist gegenüber. Sie dachte, was wird das hier, so ein Sex in the City Ding oder was? Tom war wirklich so ein verschissener Mistkerl und seine Märchenstunde, dass er keine Zeit für sie auf dem Event hatte, konnte er sich sonst wohin schieben. Er hatte wohl vergessen zu erwähnen, dass er Händchen halten den Abend mit einer anderen verbringen wollte. Um die Peinlichkeit zu beenden, stellte sich Jenny selbst vor. Hi, ich bin Jenny. Tom guckte bescheuert. Eine alte Bekannte, setzte sie noch nach und hielt dieser Person demonstrativ ihre Hand entgegen. Und ich bin die Yvette. Na, das war ja ein Auftritt, fast wie im Film. Sie kicherte dämlich. Alle haben geguckt. Dabei tätschelte sie weiter an Tom herum und meinte, das ist mein fester Freund. Der organisiert das hier alles. Ist das nicht toll? Tom und Jenny sahen sich eine kleine Unendlichkeit an. Was jetzt? Sollte sie die Bombe platzen lassen, hier vor allen Gästen und vor allem vor dieser Person, die ihren Besitzanspruch auf Tom unmissverständlich zur Schau trug? Tom, der Idiot, kriegte die Zähne nicht auseinander. Er, der sonst immer die große Klappe hatte und zu allem seinen Senf dazu gab, kam ihr plötzlich vor wie ein Autist. Jenny hätte ihn am liebsten den Teller um die Ohren gehauen, aber der lag ja schon am Boden. Ich könnte ihm eine reinhauen, das wäre auch nicht schlecht, dachte sie angriffslustig. Es blieben zwei Möglichkeiten, entweder eine filmreife Szene aufs Parkett zu legen oder sein Spielchen mitzuspielen. In Augenblicken äußerster Anspannung zeigte sich der wahre Charakter eines Menschen. Jenny versuchte, die Demütigung herunterzuschlucken, schwor jedoch innerlich Rache. Mittlerweile umkreisten sie immer mehr neugierig gewordene Gäste, gespannt auf den Ausgang dieses Intermezzos. Immerhin war Tom nicht irgendwer. Jeder kannte ihn und er stand ihr Händchen haltend mit einer anderen Frau gegenüber. Was für eine Schmach. Andererseits wusste auch niemand, wer sie eigentlich war. Jenny hatte sich ja jahrelang ausgeklinkt. Vielleicht dachten ja all die Anwesenden, dass Yvette seine Frau war. Jenny behielt Haltung und warf leicht den Kopf nach hinten. Tja, ja, das ist wirklich toll, wie er das immer so hinkriegt. Und dabei sah sie ihren Tom herausfordernd an. Das ist nicht so, wonach es gerade aussieht, sprach Tom auf einmal. Jenny kniff die Augen zusammen. So, so. Wonach sieht es denn aus? Also, ich kann dir das erklären, aber nicht jetzt. Och, du, das musst du nicht. Ich finde das gerade alles höchst aufschlussreich, sagte Jenny lässig und beschloss, die Veranstaltung auf schnellstem Wege zu verlassen. Das musste sie sich nicht weiter antun. Und Hannah hatte sie ja gewarnt. Jetzt wusste sie auch, warum. Im selben Moment bahnte sich ein Mann den Weg durch die Massen, der Weltenretter. Allerdings ohne Pferd. Sein Mund umspielte wieder dieses unwiderstehliche Lächeln. Er überschaute kurz die angespannte Runde, legte seinen Arm um Jennys Taille und sagte, ich glaube, Sie brauchen etwas Neues zu essen.
wie recht er hatte. Jenny drehte sich auf dem Absatz um und bevor sie ganz im Gewimmel untertauchten, schaute sie noch einmal kurz über die Schulter hinweg und warf einen koketten Blick in Toms Richtung zurück. Dankbar, dass dieser Fremde die Situation so drehbuchreif gerettet hatte, sagte Jenny, also wenn ich jetzt nichts esse, falle ich auf der Stelle um. Ich mag Frauen, die richtig essen und nicht nur gelangweilt auf Salatblättern herumkauen. Jenny dachte nur, wow, der kann ja richtig gut Deutsch. Der Star übernahm die Arbeit am Buffet. Jenny organisierte einen Stehtisch und hielt Ausschau nach Hannah, konnte sie aber nicht entdecken. Was sie aber sah, waren die erstaunten Blicke der Anwesenden, die es scheinbar nicht auf die Reihe kriegten, dass dieser Star so einen Aufwand um sie betrieb. Jenny, ein Nobody in der Film- und Glitzerwelt, erhielt seine ganze Aufmerksamkeit und selbst die Fotografen hielten sich respektvoll im Hintergrund zurück. Mit einem übervollen Teller kam er zurück, stellte sich ihr gegenüber an den Tisch, nahm ein Stückchen Hähnchenfleisch mit Erdnusssoße auf die Gabel und hielt es ihr entgegen. Folgsam öffnete Jenny den Mund und konnte sich über ihre spontane Reaktion im Nachhinein nur wundern. Normalerweise tat man das nicht, vor einem fremden Mann den Mund öffnen und Essbares darin verschwinden zu lassen. Viel zu peinlich, viel zu intim. Das machten doch nur Verliebte am Anfang. Aber er war ja aus Hollywood und konnte anscheinend in jeder Situation mit einer Frau umgehen. Inzwischen stand Tom mit seiner Geliebten, daran gab es ja nun keinen Zweifel mehr, dass diese Yvette seine Geliebte war, nicht weit von ihnen entfernt und sandte Giftpfeile in ihre Richtung. Das amüsierte Jenny nun wirklich. Was bildete der sich eigentlich ein? Er, der Fremdgeher, schlenderte hier mit seinem Betthäschen herum und gab Jenny gestern noch tolle Tipps, wie sie doch durch Spaziergänge mit dem Hund ihrer Einsamkeit entfliehen könnte. Und nun machte er hier einen auf eifersüchtigen Obermacker. Offensichtlich ertrug es Mister, ich kann ja jeder haben, Macho nicht, dass sich Jenny auch ohne ihn in bester Gesellschaft befand. Und zwar nicht wie Lieschen Müller mit irgendeinem Landei. Jenny hatte ihr Rendezvous, nicht mit ihrem Mann, aber dafür stand sie unter Bewunderung aller hier Anwesenden mit einem Hollywood-Star und wurde gefüttert. Und das in echt. Nach der vierten oder fünften Gabel fragte er, dieser Mann. Und dabei machte er eine Kopfbewegung in Toms Richtung. Ist das Ihr Mann? Jenny schluckte und guckte etwas verstört. Woher wissen Sie? Naja, so wie Sie reagiert haben, das kann nur eine kluge Frau. Meinen Sie? Ja, Sie haben mich nicht bloßgestellt. Ha, lachte sie bitter. Am liebsten hätte ich ihm einen reingehauen. Peinlich berührt, dass ein Fremder ihre Lage so durchschaut hatte, starrte Jenny auf ihren Teller. Noch Hunger? Fragte er aufmerksam. Jenny schüttelte den Kopf und wunderte sich, dass sie heute keinen Heißhunger auf etwas Süßes verspürte. Zwischen den Tischen liefen emsig junge Mädchen mit riesigen Tabletts voller Champagnergläser herum. Jennys Retter nahm zwei davon und sie prosteten sich zu. Hi, ich bin Vigo. Sie lachte, ich weiß, ich bin Jenny. Ihre Blicke begegneten sich. Und zwar so, dass Jenny nicht wegsehen konnte. Diese leicht zusammengekniffenen Augen, die irgendetwas, sie wusste nicht was, zu signalisieren schienen und ihr wurde plötzlich wieder heiß. Dieser intensive Blick aus seinen schönen Augen machte sie total nervös. Sie überlegte, war das die menschliche Balz, die vermeintlich zufälligen Berührungen, die dem Flirt die Würze verliehen? Ihr Herz raste, die Hände wurden feucht, das Blut schoss überall hin. Oder waren es doch die Wechseljahre? Die ersten Sekunden zwischen zwei Menschen entscheiden, ob etwas passieren kann oder nicht. Die ersten Sekunden vorhin im Kinosaal hatten eine kleine Panikattacke in ihr ausgelöst. Und jetzt? Ihre Gedanken wurden unterbrochen. Hannah rief etwas hysterisch. Da bist du ja! Ich habe dich überall gesucht! Ihre Stimme stockte, als sie sah, in welcher Begleitung Jenny dastand. Bevor Hannah ihre Sprache wiederfand, hielt sie Jenny das Abendtäschchen hin. Hier, die hattest du auf dem Sitz liegen gelassen. Jenny nahm ihr Täschchen, hauchte ein Danke und stellte die beiden einander vor. Sie prosteten sich alle zu und beschlossen, auf das persönlichere Du überzugehen. Und nun kam der Hammer. Jenny hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, wie Hannah drauf sein konnte und welche Geschütze sie auffuhr, um einen Mann zu imponieren und ihn für sich einzunehmen. Sie klimperte verführerisch mit den falschen Wimpern, strich sich wie zufällig mit ihrer French-manikürten Hand über den Hals, warf den Kopf nach hinten und redete mit dieser aufgesetzten Telefonsexstimme. Trotz ihrer auffällig betonten Oberweite stieß sie bei Vigo auf Granit. Er war freundlich, blieb aber reserviert und gab Hannah somit zu verstehen, dass er kein Interesse an ihr hatte. Als Hannah das bemerkte, sie war zwar eine Jägerin, aber nicht dumm und hatte genug Erfahrung mit Männern, widmete sie sich wieder Jenny. Du, das mit Tom, das tut mir leid, Jenny erblasste. Sag jetzt bloß nicht das, was ich glaube, dass du jetzt sagen könntest. Jenny, du hast es gewusst, sag es. Nein, nichts Genaues, nur was? Fragte Jenny eine Idee zu laut. Hannah sagte nichts, wandte sich stattdessen hilfesuchend an Vigo. Jenny zerrte an ihrem Arm. Hey, er hat damit nichts zu tun.
Jenny nestelte hektisch eine Zigarette aus ihrem Täschchen und steckte sie an. Nach zwei Zügen sagte sie, scheiße, hier drin darf man ja nicht rauchen und drückte die Kippe in die Erdnusssoße hinein. Hannah, du hast es gewusst und lässt mich hier voll auflaufen. Also jetzt lass mich doch erklären. Also ich renne wie eine Verrückte mit dir durch die Stadt, um ein passendes Kleid zu finden. Ich style mich auf, gehe hierher, um meinen Mann zu überraschen. Was sehe ich? Er präsentiert mir seine Geliebte auf dem roten Teppich. Mit einem Zug kippte Jenny den Champagner herunter, um auch gleich von der vorbeilaufenden Kellnerin ein neues Glas zu nehmen. Hannah, du bist meine beste Freundin. Warum hast du es zugelassen, dass ich mich hier so zum Affen mache? Für Jennys Empfinden etwas zulässig, versuchte sich Hannah aus der Affäre zu ziehen. Na, wie sollte ich dir das denn sagen? Tom macht mit einer anderen rum? Oh nein, da mische ich mich nicht ein. Das soll er mal schön selber mit dir klären. Also du hättest mich ja wenigstens warnen können. Du, das habe ich versucht, aber du wolltest es nicht hören. Jenny überlegte und musste ihrer Freundin widerwillig recht geben. Wie ein Affe hatte sie Ohren und Augen zugehalten, nur um der Realität zu entfliehen. Dabei sah sie doch sonst immer alles, ihre Falten zum Beispiel. Bei dem Vergleich musste Jenny auf einmal lachen. Warum lachst denn du jetzt? Fragte Hannah besorgt darüber, dass Jenny vielleicht jetzt doch irgendetwas Verrücktes anstellen könnte. Jenny zog eine Augenbraue hoch. Alles okay, ich amüsiere mich blendend. Hannah und Vico sahen sich an und konnten Jennys Stimmungswechsel anscheinend nicht richtig einordnen. Vico meinte, also ich glaube, Jenny muss hier einfach weg. Gute Idee, sagte Hannah. Wohin gehen wir? Ich kenne einen total angesagten Club, da könnten wir hinfahren. Sorry, Hannah, aber ich denke... Das ist keine gute Idee. Ich gehe mit Jenny allein. Für einen Moment glaubte Jenny zu sehen, dass Hannah sämtliche Farbe aus dem perfekt geschminkten Gesicht wich. Sie fing sich aber rasch und meinte, gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Jenny sah wie bei einem Tennismatch rasch von einem zum anderen und war doch sehr erstaunt darüber, wie die beiden ihr Schicksal für den heutigen Abend bestimmten. Hannah verteilte noch schnell Küsschen. Mach was draus, der Typ ist klasse, waren ihre Abschiedsworte. Ohne großes Brimborium nahm Vico ihre Hand und manövrierte sie durch die Massen hindurch. Als sie an Tom und seiner Geliebten vorbeikamen, verdrehten beide neugierig ihre Hälse. Jenny hörte nur, wo willst denn du jetzt hin? Würdigte ihren Mann jedoch keines weiteren Blickes und verschwand mit dem Hollywoodstar in die Berliner Nacht hinaus. Vor dem Filmpalast standen genug Taxen bereit. Vico öffnete die Tür eines Wagens und der Fahrer staunte nicht schlecht, als er realisierte, wer zu ihm ins Taxi stieg. Beide nahmen auf der Rückbank Platz und Jenny fragte, sag mal, Vico, bist du das erste Mal in Berlin? Also, ich hatte hier schon einige Filmpremieren, aber ehrlich gesagt, ich kenne die Stadt gar nicht. Wir könnten hier eine kleine Stadtrundfahrt machen. Jenny gab dem Taxifahrer Anweisungen, die markantesten Sehenswürdigkeiten anzufahren. Auf geht's. Ich zeig dir Berlin und erzähle dir ein bisschen, wie es früher einmal war. Du, das interessiert mich wirklich. Dabei drückte er ihre Hand. Jenny legte nun los. Der Taxifahrer machte seine Sache gut und befolgte Jennys Route. Am Brandenburger Tor stiegen sie aus. Irgendwie überkam Jenny selbst jetzt, noch nach Jahren der Wiedervereinigung, jedes Mal ein beklemmendes Gefühl, wenn sie vor diesem Tor stand. Damals ein Unding, überhaupt in die Nähe zu kommen. Heute alles easy. Sie raffte ihren ganzen Mut zusammen und erzählte Vigo, dass sie im Ostteil der Stadt aufgewachsen war und im zarten Alter von 18 Jahren schon in den Westen wollte. Ein Freund der Familie bot seine Hilfe an, um aus dem Land zu fliehen. Das Dumme war nur, dass die geplante Schleusung in einem präparierten PKW bis dato nur in Jennys Kopf stattgefunden hatte. Einer der Schleuser kooperierte mit dem Stadtsicherheitsdienst der DDR und ließ sich doppelt bezahlen. Aufgrund dieser Informationen wurde Jenny schon im Vorfeld verhaftet, Verdacht auf Republikflucht. Vigo reagierte betroffen und wollte mehr wissen. Jenny erzählte nun von ihrer Verhaftung, ihrer Verurteilung und ihrem anschließenden Gefängnisaufenthalt in einem Frauenzuchthaus. Ihre Haftstrafe musste sie glücklicherweise nur zu einem Drittel absitzen, da sie als politische Gefangene von der Bundesregierung für Devisen freigekauft wurde. Halt mal, stopp! Du hast im Gefängnis gesessen, weil du von einem Teil Deutschlands in den anderen Teil Deutschlands wolltest? Also eigentlich vom Kopf her, nur die Flucht fand ja gar nicht statt. Ja, George Orwell 1984. Sie senkte den Kopf leider, ja, nur eben in echt. Er nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände und küsste sie sanft auf die Stirn. Jenny war total überwältigt von den Erinnerungen und der ganzen Situation. Sie holte an diesem Abend ihre tief vergrabenen Erinnerungen hervor und offenbarte sich in festlicher Robe einem Hollywoodstar. Wie abgefahren war das denn? Schon gut, flüsterte sie. Ich bin darüber hinweg. Er sah sie an. Kann man das denn? Naja, nun ewiges Bedauern hilft auch nicht weiter. Eine kleine gefühlte Ewigkeit später sagte er, du bist wirklich eine faszinierende Frau. Wie man es nimmt, meinte Jenny trocken. Für einen Ami, der sich vielleicht nur mit Models und Rocksängerinnen traf, war sie anscheinend wirklich faszinierend. Sie selbst kam sich eher wie ein Dinosaurier aus einer längst vergessenen Welt vor. So, Schluss damit. Magst du nur woanders hin?
fragte sie. Er sah sie an, zwinkerte ihr zu und sagte, verdammter kalter Krieg, lass uns was trinken gehen. Auf in die Paris-Bar, lautete die Ansage an den Fahrer und zu Vigo sagte sie, gute Idee. Die Paris-Bar, das Szene-Lokal Berlins für Filmleute, alles was Rang und Namen hatte, Star oder Sternchenbar, tummelte sich bei den Filmfestspielen dort herum. Dass dieses kleine französische Etablissement in der Szene schon seit Jahren so beliebt und angesagt war, blieb für den sonstigen Besucher ein Geheimnis. Man sagte unter Kennern, Essen mies, Toiletten fies, Personal oh la la. Aber egal, Le Chef platzierte sie etwas separat, denn eines war klar, auch hier blieb der Weltenretter nicht unerkannt. Bei einer guten Flasche Wein, Fromage und frischen Feigen quasselten sie nunmehr in einem wilden Durcheinander zwischen Deutsch und Englisch drauf los und Jenny dachte nicht im Entferntesten daran, Vigo irgendwie beeindrucken zu müssen. Sie fühlte sich zwar sehr geschmeichelt, hier mit ihm zu sitzen und seine ganze Aufmerksamkeit zu genießen, aber sie machte sich auch keinen Kopf darum. Und genau das war heute Abend ihre Stärke. So hatte sie sich schon eine Ewigkeit nicht mehr gefühlt. Die Bar füllte sich im Laufe des Abends immer mehr und Vigo wurde nun doch von Autogrammjägerinnen belagert. Er nahm ihre Hand, küsste sie und fragte zu fortgeschrittener Stunde, wollen wir gehen? Wohin? Fragte sie zögerlich. Ach, lass uns einfach noch so ein bisschen herumfahren. Okay, aber zuerst muss ich nochmal aufs Klo. Wie immer, Jenny muss immer aufs Klo in wichtigen Momenten. Das Abendtäschchen nehmend balancierte Jenny in das glitzekleine, miese Klo. Beim anschließenden Händewaschen sah sie in den Spiegel und wurde nun doch leicht nervös. Ihr Augen-Make-up zeigte leichte Lädierungen und Restaurierungshilfen hatten in ihrem kleinen Abendtäschchen keinen Platz. Also musste sie so bleiben, wie sie war. Nut. Vigo stand dabei schon mit ihrem Pelzmantel parat und sagte, das Taxi wartet, komm, lass uns gehen. Hier drinnen wird es jetzt echt ein bisschen eng. Beim Hinausgehen wurde sie von neugierigen Blicken verfolgt. Jenny lächelte in sich hinein. Und während das Objekt der allgemeinen Begierde ihre Hand mit der seinen umschloss, dachte sie, tja, Ladies, manchmal ist das Leben wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, was man kriegt. So, jetzt habe ich ziemlich lange gelesen. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen amüsiert. Und ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mir zugehört habt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare auch was schreiben. Manche Mädels machen das ja auch. Vielleicht ist eine Viertelstunde doch ein bisschen zu wenig, weil ich komme da nicht voran. Also ich komme schon voran, aber man möchte in der Geschichte so ein bisschen drin oder erstmal eintauchen. Und meistens ist das so, wenn man sich so ein bisschen eingegroovt hat, dann ist vorbei. Also ich versuche ein bisschen länger zu lesen. Mal sehen, wie das ist mit YouTube, wie lange der braucht, dieser Film, um hochgeladen zu werden. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Sonntag oder welchen Tag auch immer ihr das Video jetzt schaut. Und bis bald. Tschüss oder ciao.